hallo. Da Krogi gerade Sandkörner am Elbstrand zählen ist, übernehme ich heute den News. Und los geht's mit Nintendo, denn die haben eine ganze Menge neuer Games angekündigt. Und zwar am Dienstag. Ah, das ist vornehmlich jetzt wahrscheinlich die Nintendo Direct. Die habe ich ja geguckt. Gab's ja ein paar schöne Spiele. Dienstag in einer 40-minütigen Nintendo Direct. Und es ging direkt hochkarätig los. Nach 9 Jahren bekommt die Mario und Luigi-Reihe eine Fortsetzung. Brothership heißt die und soll noch dieses Jahr erscheinen. Mehr Mario gibt es im neuen Mario Party Jamboree, ebenfalls für dieses Jahr angesetzt. Ich glaube, das Mario und Luigi habe ich einmal so die Uralt-Version auf dem GBA, glaube ich, mal angespielt. Es war ganz niedlich, aber es war auch nichts Besonderes, ne? Also, ja. Das an Hollow Knight erinnernde MIO, Memories in Orbit, fällt durch seinen handgezeichneten Grafikstil auf und ist für 2025 geplant. Das sieht ganz hübsch aus, ne? Die war stark, die Nintendo Direct, ja, auf jeden Fall. Da gab es viele, viele interessante Titel, obwohl noch keine Switch 2 angekündigt wurde. Haben sie im Vorfeld auch schon eingeräumt. Hat es mich überrascht, dass doch noch so viel erscheinen wird. Auch Fans älterer Games wurden bedacht. Mit der Nintendo World Championships NES Edition können Speedrun-Challenges in verschiedenen Retro-Games absolviert werden. Donkey Kong Country Returns bekommt einen HD-Anstrich verpasst, ebenso wie Dragon Quest 1, 2. Darauf freue ich mich sehr. 1 und 2, beziehungsweise das dritte, kommt ja, glaube ich, zuerst. Das HD-2D Remake sieht echt sehr schön aus. Ich meine, das waren früher NES-Games. Sie ist richtig, richtig hübsch. Da freue ich mich sehr drauf. Dann kann ich endlich mal die Reihe nachholen. Wird garantiert auch ins Deutsche übersetzt. Weil die ersten Teile habe ich nie gespielt. Die waren mir doch ein bisschen zu altbacken, aber auf die habe ich voll Bock drauf. Ja. Mario Party kommt neu, das haben sie ganz kurz gedingst. Das sah auch sehr interessant aus. Schöne Bretter. Ich bin ja ein Fan von Mario Party. Ich habe jetzt keine Switch mehr. Ich habe das meiner Ex-Frau verkauft, die Switch. Die kann damit mehr anfangen. Eben weil ich, ja, Switch-Spiele ja auch so spielen kann. Ihr wisst schon, ne? Deswegen habe ich. Ich habe sowieso sämtliche Konsolen, wie ihr auch ein bisschen mitbekommen habt. Ich habe die alle jetzt verkauft, weil die liegen bei mir nur rum und verstauben. Das ist schade drum für die Leute, die damit was anfangen können. Ich benutze halt wirklich nur noch die PlayStation 5. Und ich bin einfach nicht mehr der Sammlertyp. Da bin ich schon lange nicht mehr, ne? Ich bin ja schon ewig auf digital umgestiegen. Ich bin einfach nicht mehr der Sammlertyp für sowas. Und da verkaufe ich lieber die Sachen. Ich habe auch schon im Auge, was ich mir dafür holen werde. So im Gegenzug. Weil, ich habe ein bisschen mit dem. Ich habe jetzt letztendlich doch ein bisschen mit dem Steam Deck geliebäugelt. Jetzt nicht zu verwechseln mit dem Stream Deck, von dem ich ständig rede. Ich rede jetzt wirklich über das Steam Deck. Ja. Ja, weil man da ja doch ziemlich viel, ja, eigentlich alle Konsolen darauf spielen kann, wenn man weiß, wie. Und ich weiß natürlich, wie. Und das verführt mich dann doch schon ein bisschen. Zumal man das, wie bei der Switch, per Docking Station theoretisch auch am Fernseher anschließen kann. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Trade für mich. Dann ist das alte Zeug weg und ich habe dafür was Neues und kann auf dem neuen auch noch das alte Zeug spielen. Also im Grunde habe ich gar nichts verloren. Ja, das ist so ein bisschen mein kleiner Plan gerade. So, ja. 3 und 3. Die Highlights kamen aber aus eigenem Haus. In The Legend of Zelda Echoes of Wisdom übernimmt zum ersten Mal Prinzessin Zelda selbst die Hauptrolle und statt mit Schwert und Schild kämpft sie mit Kopien von Steinen, Tischen und sogar Monster. Das ist schon niedlich, ne? Aber ich weiß nicht, für mich ist das nichts. Ich finde es cool, dass man endlich mal die Prinzessin spielt, aber so mit dem Zeug verwandeln, ist vielleicht ganz nett, so ein paar schöne Rätsel, Puzzles sind vielleicht drin, aber gerade so wie man die Gegner dann bekämpft oder, ja gut, beschwört man halt eigene Gegner. Ah, ich weiß nicht, irgendwie, nee, es sieht mir auch alles ein bisschen zu putzig aus. Da bin ich, ich weiß nicht. Also ganz. Ach gut, ich war bei Zelda aber auch schon immer wählerisch, ne? Muss ich zugeben. So. Ich werde meine Switch kaufen. Für was habe ich so viele Spiele auf dem PC?
die noch zu spielen sind. Ja, verständlich. Du bist ja eh mehr der PC-Spieler, Conny. Ja, ich bin halt mehr der Consolero, aber ich finde einfach für meine Bedürfnisse reicht eine Konsole. Ich werde mir auch nicht die Switch 2 holen. Sehe ich nicht ein. Ja, PC und PlayStation 5 reicht mir eigentlich vollkommen. Und wenn ich dann doch mal unterwegs bin oder sonst wo, dann habe ich jetzt dann demnächst das Steam Deck, wo dann eh alles läuft, was ich will. Ja, und wozu dann noch die Switch, ne? Hallo Badino! Probleme beim Login, okay. Aber es hat geklappt. Okay. Erscheinen soll das Spiel am 26. September. Und dann gab es noch ein überraschendes Wiedersehen. Metroid Prime 4 Beyond. Um das Spiel war es... Ja, das ist natürlich der Hype wieder groß. Es muss ich schon wieder madig reden. Ich konnte halt mit den 3D-Metroids nie was anfangen, ne? Ich fand dieses Metroid Dredge... Hieß es Dredge? Ich glaube schon. Metroid Dredge, oder? Dread. Ne, Dread. Dredge war das mit dem Boot. Dread. Metroid Dread. Das fand ich cool. Das war ein schönes 2D-Metroid. Aber die Primes, die mochte ich noch nie. Ich habe den ersten Mal länger gespielt. Es ist immer die ganze Zeit da rumscannen und dann wie ein Shooter spielen. Das war nicht mehr mein Super Metroid. Naja. Es ist nicht nur lange Zeit still, es wurde auch mitten in der Entwicklung unter neuer Führung komplett neu begonnen. Umso erfreulicher ist nun der angesetzte Release für 2025. Weniger erfreut ist die Community von Team Fortress 2, denn laut einer Petition sollen Cheater und Bots im Spiel aktuell wieder ein großes Problem darstellen. Team Fortress 2 Fans haben seit Jahren unter Cheatern und Bots zu leiden. 2022 wurde von der Team Fortress mochte ich sehr eine Zeit lang. Das war noch zu der Zeit, wo wir LAN-Partys gemacht haben. Da gab es ja dann Team Fortress 1 und das fand ich richtig cool, weil immer dieses Counter-Strike und Doom und Unreal Tournament und was hast du nicht gesehen, aber alles dumm. Aber bei Team Fortress, Team Fortress hat so einen gewissen Charme gehabt, so einen gewissen Witz. Vor allem, dass man halt auch verschiedene Rollen hatte und da hat man sich halt in irgendeiner Rolle dann auch wiedergefunden und konnte die gut spielen. Und es war auch mehr so das Casual-Game, ne? Das war jetzt nicht so dieses Ultra... wo jeder so tryhard macht, wisst ihr, wie ich meine? Das war eher so das Fun-Game. Und das habe ich gefühlt, wenn wir das immer in der LAN gezockt haben. Da habe ich mich immer gefreut drauf. Weil das war immer ganz lustig. Oder als Spion sieht man, wie der Gegner aus und kann sich da reinsneaken und so. Da gab es halt viele verschiedene Möglichkeiten, nicht nur ballern. Das hat mir deutlich mehr gefallen. In der Fangemeinde der Hashtag SaveTF2 ins Leben gerufen, der auf Twitter bis zu 400.000 Posts ansammeln konnte. Valve reagierte mit einem Statement und einer großen Bannwelle. Nachdem sich das Spiel 2023 erholen und wieder eine hohe Spielerzahl verzeichnen konnte, drohen nun wohl erneut Probleme. Die Bots sind zurück und die Spieler wieder einmal frustriert. Und dem verleihen sie Ausdruck, wie man unter anderem an den kürzlichen angegebenen Steam-Bewertungen ablesen kann. Eine Petition fordert derweil kontinuierlichen Anti-Cheat-Support von Valve. Bereits über 300.000 Spieler haben sich dieser Forderung angeschlossen. Auch brisant, einige Akteure der Bewegung berichten von schweren Attacken durch die Bot-Hoster. So habe User Mega Scatterbomb, der an einem eigenen Anti-Cheat-Programm arbeitet und eine Cheater-Datenbank führt, laut eigenen Angaben mit Fake-Accounts und gefälschten Nachrichten zu kämpfen, die versuchen, ihn zu diskreditieren. Auch von Doxing und Swatting-Attacken ist die Rede. Tja, da kann man nur gut... Okay, das ist heftig. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ich dachte immer, die haben das ungefähr unter Kontrolle, weil da gibt es auch immer diese Anti-Cheat-Programme, die vor Spielstart gestartet werden. Aber gut, wenn die es nicht bringen, dann ist der Frust verständlich, ne? Naja. Gute Besserung wünschen. Bei uns geht's jetzt weiter mit den News im Schnelldurchlauf. Oder wie Krogi es sagen würde, mit dem Ticker. Dicker. Reingehauen. Warcraft-Manager John Hyde verlässt nach 12 Jahren Blizzard Entertainment. Dies kündigte er in einem Post auf der Nachrichtenplattform X an. Wer an seine Stelle tritt oder wo seine Reise hingeht, ist bisweilen noch nicht bekannt. Bloß, dass er wohl in der Spielebranche bleiben wird. Okay. Abgezockt? Starfield bekommt aktuell wieder viele negative User-Reviews. Grund dafür ist ein kuratiertes Mod-System, in dem Einzelmissionen für rund 7 Euro verkauft werden sollen. Todd Howard reagierte in einem Interview darauf, man werde sich mit dem Preismodell auseinandersetzen.
Never end. Also, weißt du, wenn man schon ein mittelmäßiges Spiel rausbringt, dann könnte man ja die Community auch wieder zurückgewinnen, indem man sowas vielleicht kostenlos anbietet, siehe Cyberpunk, und nicht noch mehr Geld verlangen. Manche kommen halt nicht auf den Trichter, ne? Ending Story. Die Embracer Group schließt nun ebenfalls das Alone in the Dark Studio Pieces Interactive. Die vielen Studioschließungen innerhalb der Embracer Group haben damit bereits über 1000 Angestellte den Job gekostet. Aus und vorbei. Ja, schade drum, ne? Alone in the Dark, wir haben es ja noch nicht gespielt. Wir heben uns das ja für Halloween auf. Schade. Schade, dass die weg sind. Also ich kann jetzt zum Spiel nichts sagen, aber so was ich davon gehört und gelesen habe bis jetzt, klingt eigentlich nach meinem Geschmack. Aber anscheinend hat es nicht ausgereicht. Naja. Jedes Anti-Cheat-Programm kann früher oder später umgangen werden. Die können gar nicht schnell genug updaten, um das zu verhindern. Aber es gibt Anti-Cheat-Programme, die das gut hinbekommen. Zum Beispiel bei Dead by Daylight sind sie stark hinterher. Auch bei anderen größeren Spielen. Also die Spiele, die ich spiele, das kriegst du eigentlich ständig Updates nachgeliefert und hast nie Begegnungen mit Cheatern. Aber gut, wahrscheinlich in so einem reinen Online-Game wie Team Fortress ist der Druck wahrscheinlich viel höher, ne? Dass da wahrscheinlich wirklich schwieriger ist, nachzukommen. Der Sims-Konkurrent Life by You wurde nach langer Entwicklungszeit und etwaigen Verschiebungen eingestellt. Publisher Paradox Interactive begründete dies damit, dass eine zufriedenstellende Version des Spiels in zu weiter Ferne liege. Nun geht man noch und hallo, Mr. Dude. Einen Schritt weiter. Am selben Tag wurde die Schließung des beteiligten Studios Tectonic bekannt gegeben. Noch eine Schließung. Abgehängt. Nvidia überholt Microsoft und Apple und wird mit einem Marktwert über 3,3 Billionen US-Dollar zur aktuell wertvollsten Firma der Welt. Über Microsoft? Krass. Wow. Das ist krass. Das war es auch schon wieder mit den News. Und denkt immer dran. Ja, wenn man bedenkt, dass deren Grafikkarten halt auch in den ganzen Konsolen drin stecken mittlerweile, ne? Die Konsolenhersteller machen, soweit ich weiß, ja auch nichts mehr eigenes. Vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Euer John. Nach dem blutleeren Auftritt von Redfall haben Hobby-Vampirjägerinnen und Jäger gerade ein riesiges, pflockförmiges Loch in ihrer Steam-Bibliothek. Da kommt die drohende Vampirapokalypse in Hashtag Blood genau richtig. Im Cartoon-Style entledigt man sich der blutsaugenden Brut hier aber nicht mit Knoblauch und Kruzifix, sondern bisschen rustikaler, bisschen blutiger mit einem Hockeyschläger. Das sollte doch dann endlich alle Blades und Buffys in Ausbildung glücklich machen. Und alle in Kanada. Wieso? Na, wegen Hockey. Wer schon immer mal einen spielbaren Cartoon erleben wollte, hat vermutlich Cuphead gespielt. Bah. Big Blood versucht sich nun ebenfalls an dieser Ästhetik, orientiert sich dabei jedoch mehr an den Cartoons der frühen 2000er, wie Cosmo und Wanda oder den Powerpuff Girls. Und das macht es richtig gut. Schaut euch nur mal diese Animation an. Verwunderlich ist das nicht, denn Entwickler Exit73 war zuvor ein reines Animationsstudio und Hashtag Blood sollte eigentlich eine Serie werden. Ist nicht meine Kindheit, ne? Bin ich ein bisschen zu alt, aber es sieht schon cool aus. Nun ist es ein Dungeon-Crawler mit allem, was dazugehört. Zu lösenden Rätseln, sammelbaren Collectibles und reichlich Kämpfen. In Sachen Setting hält sich Hashtag Blood an den Sonntagmorgen-Cartoon-Standard. Es geht in eine amerikanische Kleinstadt. Rebecca Brewster, die aussieht, als wäre sie kopfüber in einen Eimer pinker Farbe gefallen, ist ein ganz normales Mädchen. Sie geht zur Schule, spielt Hockey und tobt sich auf Social Media aus. Bis sie eines Tages das Grimoire ihrer verstorbenen Mutter findet und zur Auserwählten wird, die ihre Stadt von einer Vampirplage befreien und oberböse Vampir Dragur einen Pflock durchs Handwerk jagen muss. Mit von der Partie sind ihr bester Freund und Superstreber Corey sowie der Undercover-Vampirjäger Christofferson, der sich als Hausmeister tarnt. Dafür geht's unter anderem durch Krankenhäuser, Shoppingmalls und das Hauptquartier einer Technikfirma. Dabei begegnet ihr vielen Charakteren, die schön überzeichnet und sarkastisch geschrieben sind, wie dieser Steve Jobs-Verschnitt. Und mit popkulturellen Referenzen wirft das Game auch nur so um sich. Moin, Link. Okay. Hip ist auch das Quest-Menü. Statt langweiliger Listen bekommt ihr eure Infos durch Social-Media-Posts samt Kommentaren und Likes. Außerdem könnt... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? ...ihr darüber die NPCs besser kennenlernen und bekommt ein lebendiges Bild dieser amerikanischen Kleinstadt gezeigt. Wie empfehlenswert es ist, Sachbeschädigung öffentlich anzukündigen, weiß ich jetzt allerdings nicht. Keine Spielbeschädigung, aber leider auch keine direkte Bereicherung sind die Rätsel.
Zwar gibt es einige, die durchaus Spaß machen, der Rest fühlt sich aber größtenteils nach Beschäftigungstherapie an. Bloß, dass ihr dabei nicht inneren Frieden findet, sondern nur den Wunsch entwickelt, das mit dem Spiel anzustellen, was das kleine Mädchen da mit den Vampiren macht. Die schnetzelt sich nämlich mit ihrem modifizierten Hockeyschläger durch die Nachbarschaft. Nach und nach kommen weitere Hilfsmittel wie ein Schild in Form eines Schirms, Bleistifte als hölzerne Wurfgeschosse oder auch, ganz im Stile von Zelda, Bomben und Enterhaken dazu. Die Kämpfe laufen allerdings nicht immer optimal. Boing. So schön der Stil auch sein mag, die Hitboxen sind meist kleiner als die ausladenden Animationen. Manchmal sind sie dann aber auch wieder viel zu groß und nerven dadurch. Jetzt entscheidet euch doch mal, verdammt! Frustrieren können auch einige Glitches und dass die Gegner manchmal in ihrer ganz eigenen Welt leben. In Kombination mit der ungenauen Steuerung kann das also leider gut und gerne mal dazu führen, dass ihr das Gamepad lieber zur Seite legen möchtet. In Sachen Abwechslung kann das Game allerdings punkten. Spielerisch wurden wir das ein oder andere Mal überrascht, wie bei diesem Bossfight aus einem Bus heraus. So präsent und beeindruckend die Animationen sind, so vernachlässigbar ist die Musik. Diese dudelt nur so vor sich hin und ist, vor allem bei eben genannten Bossfights, für unseren Geschmack viel zu lahmarschig. Apropos lahmarschig, eine Sprintoption hätte dem Flow gut getan und auch wenn die Umgebungen schön gestaltet sind, nach dem 5. Mal dran vorbeischlendern hatten wir uns ehrlich gesagt ganz schön satt gesehen. Da hilft auch das Schnellreisesystem über die Kanalisation nur bedingt. Hier und da merkt man #Blatt also an, dass es sich dabei um das Erstlingswerk eines Animationsstudios handelt. Aber von einigen Anfängerfehlern abgesehen, kann sich das Spiel wirklich sehen lassen. Habt ihr mal wieder Lust auf ein charmant verrücktes Indie-Game, das den Augen schmeichelt, könnte #Blatt trotz kleinerer Schwächen also genau das Richtige für euch sein. Ist hübsch, ne? Aber hat anscheinend doch noch einige Schwächen. Und ja gut, dafür, dass es das erste Spiel ist von denen, die wachsen vielleicht daran, ne? Ich finde es ganz hübsch. Hat Style. Aber Review klang jetzt eher durchwachsen, ne? Nils, welches bedrohliche Setting würdest du gern mal in einem Videospiel sehen? Smalltalk-Simulator. Einfach ganz Zeit Smalltalk machen. Fuck, ja, total. Aber wie wär's auch mit einer einsamen Bohrinsel mitten in der Nordsee, wo du von einem fiesen Monster verfolgt wirst? Da muss man mit dem Smalltalk machen. Ja. Naja, wir schauen jetzt jedenfalls mal, ob Chris es aus Still Wakes the Deep rausgeschafft hat ohne Smalltalk. Das spielen wir im Schocktober unter anderem, was jetzt kommt. Als Still Wakes the Deep vor rund einem Jahr angekündigt wurde, ich war hin und her gerissen. Auf der einen Seite gab es im Trailer mit der Ölbohrinsel meiner Meinung nach richtig cooles Setting. Die Cthulhu-artigen Mystery-Elemente haben mich neugierig gemacht und ein bisschen Action können ja eh nicht schaden. Auf der anderen Seite wurde direkt zum Beginn des Trailers aber auch das Logo vom britischen Studio The Chinese Room eingeblendet. Und die haben bislang ja vor allem sowas gemacht. Oh, das ist doch gut. Achso, er meint, weil das eher so atmosphärisch ruhig ist, ne? Kennt ihr das? Das habe ich mal gespielt auf der PlayStation. Das ist sehr atmosphärisch, sehr, ja, auch melancholisch. Oh, Entschuldigung. Das ist mir damals beim Spielen schon immer passiert. Ich bin nämlich nie so richtig mit diesen Walking-Sims warm geworden. So stimmungsvoll und auf seine Art und Weise auch erzählerisch wertvoll das alles gewesen sein mag, mir persönlich waren die Spaziergänge irgendwie zu zäh und auch viel zu kryptisch. Und ja, ich weiß natürlich, dass Chinese Room auch Amnesia in Machine for Pigs gemacht hat. Und da gab es ja zumindest ein bisschen mehr zu tun. Da konnte man immerhin sowas machen. Wow, Schubladen. Man gebe ihnen ein... Okay, er ist anscheinend kein Fan von dieser Art von Spielen. Ich werde das jetzt einfach ein bisschen ausblenden, weil ich mag diese Spiele. Also werde ich das jetzt nicht so negativ behaften wie er. Preis. Aber ich bin jetzt ja nicht hier, um sarkastisch über die Vergangenheit herzuziehen, sondern um über Still Wake City zu sprechen. Und bei dem Setting auf der Ölbohrinsel ist eins ja schon mal klar. It's Showtime. Exakt, it's Showtime. The Rig, Proteus, das Ding mit der Nordsee. Wenn rund 30 Jahre Medienkonsum mich eins gelehrt haben, dann nicht nur, dass Ölbohrplattformen als Setting so cool sind, dass man sie gefälligst aufs Cover packt, sondern auch, dass es mit 100%iger Sicherheit zu Problemen kommt. Und das ist im Spiel natürlich nicht anders. What happened? Don't know. The drill hit something. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was big.
Ja, Überraschung, Überraschung, die Kacke ist am Dampfen. Aber ganz von vorne. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Elektriker Cass McLeary und der hat das, was man gemeinhin als Scheißtag bezeichnet. Erst kriegt er einen Anschiss von seinem Chef und wird gefeuert, dann stürzt er bei dem Versuch, einen Kollegen zu retten, ins Wasser und als wäre das noch nicht genug, pappt sich auch noch irgendeine Kreatur aus der Tiefe an die Station. Und die hat offensichtlich starken Einfluss auf das Wohlbefinden der Arbeiter. What does that mean? It means he's not all right. After that explosion, he got oil or some shit on him and just, I don't know, he freaked out, went for me. Was im Kern passiert, dürfte also jedem klar sein. Die Plattform wird monsterfiziert, deshalb will Cass fliehen und damit das was wird, müssen allerhand Probleme gelöst werden. Mal muss eine Maschine ans Laufen gebracht werden, mal ist es die durchgebrannte Sicherung, die gewechselt werden will. Ja, ich frage mich immer noch, wie man das spielt. Ist das so eine Art Alien Isolation, dass man immer vor diesem Vieh wegrennt oder kann man sich auch wehren? Es wirkt eher nach so einem Hide-and-Run-System bis jetzt, ne? Was mir auf der Flucht ziemlich gut gefallen hat, Stillwag the Deep gibt sich Mühe, den Figuren zumindest ein bisschen Tiefe zu verleihen. Zum Beispiel gibt's Flashbacks in Cass' Vergangenheit und wenn man in den Dialogen aufmerksam zuhört, gibt's auch ein bisschen was, was man über die Beziehungen der Figuren untereinander lernen kann. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer. Hairdryer, verstanden? Ja, so gut ist der Gag jetzt nicht, aber ich habe die Figuren trotzdem schnell ins Herz geschlossen. Das liegt natürlich vor allem an den Sprechern. Die machen nämlich durch die Bank einen richtig guten Job und der Glasgower Dialekt verleiht den Gesprächen ordentlich Charakter. Ich habe das Gefühl, dass das wieder so ein typisches Spiel ist, wo in der ersten Stunde oder in den ersten zwei meinetwegen nichts passiert. Wie gut, dass der Schocktober jetzt anders angelegt ist, dass wir nichts nur anspielen, sondern bei Bedarf auch einfach länger spielen, nicht so, wie wir Bock haben. Ich hätte das schon viel länger umgestalten sollen, aber besser später als nie, ne? Shit, it's falling apart. We've only just started drilling. So sehr ich die Dialoge an sich auch gemocht habe, rein inhaltlich war ich am Ende des Spiels ein bisschen, ich sag mal, ernüchtert. Ich kann und will bei einem Spiel, das insgesamt gerade mal 4 bis maximal 5 Stunden lang ist, natürlich nicht allzu sehr ins Detail gehen. Deswegen sag ich's mal so. Vor allem durch die Inszenierung der Flashbacks bekommt man beim Spiel die ganze Zeit das Gefühl, dass das alles viel lieber ist, als man am Anfang denkt. Und dass da der nächste Twist direkt um die Ecke lauert, bis man dann merkt. Dass man seine Erwartungshaltung an diesem Punkt vielleicht nicht zu hoch schrauben sollte. Aber hey, vielleicht bin ich durch jahrelang Medienkonsum und Shyamalan-Filme in meiner Erwartungshaltung auch einfach ein bisschen versaut. Ja, was ist denn jetzt mit dem Horror? Ich sehe die ganze Zeit drumherum, ich will jetzt wissen, was abgeht. Oder ich habe etwas verpasst. Gott sei Dank habe ich die Möglichkeit, direkt an der Quelle nachzufragen. Unser Außenreporter ist nämlich auf der Ölbohrinsel, um ein Interview mit dem Protagonisten Cass McLeary zu führen. Also Kuro, konntest du schon was herausfinden? Nope, Christoph, bislang leider noch nicht. Mr. McLeary scheint sich wohl etwas zu verspäten. Aber ich sehe gerade, oh, da drüben ist er ja. Mr. McLeary, wir sind hier. Oi, no worries, I'm coming. Ja, also, das dauert wohl noch einen Augenblick. Du musst wohl noch etwas die Zeit überbrücken. Ja, dann danke erstmal für den Moment, aber das kann doch nicht sein, dass der so langsam rennt, das wäre echt albern. Ist doch voll okay. Okay, ist nicht der Schnellste, aber... Ja, gut, ein Sprinter wird aus Cass wohl nicht mehr. Dafür aber vielleicht ein solider Kletterer. Da hat er nämlich eine Menge Erfahrung sammeln können. Ah, das Mörderseil, ich sag's euch. Ihr habt richtig gesehen, es gibt Quicktime-Events. Die Sache, die Videospieler seit Jahren lieben. I was drinking my tea! Ja, ja, Tee trinken ist auch in Still Wake the Deep nicht. Da passiert es nämlich in aller Regelmäßigkeit, dass man auf irgendwas reagieren muss. Ist das auch nur im Ansatz innovativ?
Auf gar keinen Fall. Hat es mich aber genervt? Überhaupt nicht. Weil die Quicktime-Events für meinen Geschmack nicht zu häufig eingesetzt werden und weil sie sich mit anderen Elementen wie Fluchtsequenzen abwechseln, hatte ich beim Spielen wenigstens das Gefühl, dass es irgendwas zu tun gibt. Und auch wenn jede Aufgabe für sich genommen alles andere als fresh ist, ist das meiner Meinung nach eine Verbesserung gegenüber den älteren Hardcore-Walking-Simulatoren mit sowas hier. Dazu kommt ein weiterer wesentlicher Punkt. Still Wake the Deep ist ein Spiel, das... Ja, ne, wenn er dafür die ganze Zeit so rennen kann, dann ist das besser als jemand, dem die Sprintleiste dann die Puste ausgeht, ne? Auf jeden Fall. Arg von geskripteten Events, der Inszenierung und der daraus resultierenden Atmosphäre lebt. Und wenn man etwas stimmungsvoll inszenieren will, kann es natürlich helfen, die spielerische Freiheit ein bisschen einzugrenzen. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist am Ende des Tages natürlich eine Frage der Erwartungen, die man ganz persönlich an ein Spiel hat. Im Fall Still Wake the Deep sollte man auf jeden Fall wissen, man wird sehr stark eingeschränkt. Es gibt nahezu keine Möglichkeit, vom vorgegebenen Pfad abzuweichen, was natürlich enorm auf Kosten des Wiederspielwerts geht. Dafür ist es dann aber eben auch phasenweise ganz cool inszeniert. Ja, ich weiß, bevor ihr jetzt anfangt, eure Kommentarfinger schon mal ein bisschen zu lockern, ich kann den sarkastischen Werbetrailer, der so manchen von euch wahrscheinlich gerade im Kopf rumspielt, ja selbst schon hören. Erleben Sie Still Wakes the Deep, ein Spiel mit Mechaniken, die schon vor 15 Jahren niemand mehr haben wollte und Schleichpassagen, die Videospiele in keiner Weise revolutionieren werden. Das ist schon ein bisschen gemein. Fucking move it! Ja, ja, man kann Monster ablenken, indem man was wirft. Nimm das, Miyamoto. Um aber wieder kurz ernst zu werden, in der Praxis sind die kurzen Schleichpassagen, in denen man an Monstern vorbeikommen muss, nichts Besonderes als Element der Abwechslung, aber vollkommen okay. Vor allem, weil sie im gesamten Spielverlauf auch nur ein paar Mal vorkommen. Stellt euch Still Wake the Deep aber nicht wie ein Alien Isolation vor, in dem man sich ständig verstecken und dem Monster ausweichen muss. Das jeweilige Monster patrouilliert in seinem festen Bereich und wenn ihr den einmal geschafft habt, geht's im nächsten Abschnitt mit was anderem weiter. Ja, das finde ich aber gut. Alien war ziemlich viel Stress, weil das halt überall sein konnte. Wenn es hier nur phasenweise ist, ist ehrlich gesagt, finde ich das ganz okay. Also das ist halt ein Art Spiel, das mir zuspricht. Ne? Der kann mir das nicht schlecht reden, so sehr wie er es auch versucht. Das wird wahrscheinlich ein Spiel nach meinem Geschmack sein, weil alles, was er da so negativ geäußert hat, klingt für mich eher positiv. Ich weiß, ich bin bei Horrorgames eh nicht so der Anspruchsvolle, ich nehme da eh fast alles, aber alles, was ich jetzt gesehen und gehört habe, spricht eigentlich für das Game. Also ich habe schon Bock drauf. Bevor ich jetzt so langsam zum Ende komme, will ich aber noch kurz auf den... Das ist natürlich auch immer ein bisschen subjektiv, ne? In dem Fall vielleicht ein bisschen zu sehr subjektiv. Ich glaube, hätten sie da, keine Ahnung, Simon würde das Spiel richtig abfeiern. Ne? Also der Bericht, muss ich wirklich sagen, der war mir ein bisschen zu sarkastisch aufgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hat halt deutlich rausgehört, dass es nicht so seins ist und ich fand das jetzt nicht gerade neutral bewertet. Heimlichen Star des Spiels zu sprechen kommen. Und das ist die Station selbst. Die ist von der Oberfläche über die überfluteten Maschinenräume bis hin zur Kantine nämlich richtig cool designt und man hat wirklich das Gefühl, sie kennenzulernen. Dass das Ganze von ein paar vereinzelten Gesichtern und leichten Flackereien abgesehen auch noch mehr als ordentlich aussieht, ist atmotechnisch natürlich auch ziemlich hilfreich. Und dass es obendrauf auch noch gut klingt, ist mindestens genauso cool. Ganz ehrlich, ich finde das Sounddesign so gut gelungen, dass ich mir manchmal wünschen würde, dass... Was? Die Ölbohrplattform selbst hat tatsächlich eine Single veröffentlicht. Und wir haben die sogar hier. Das... Ach nö, komm. Meine Damen und Herren, es ist fantastisch. Freuen Sie sich auf die Ölbohrplattform mit ihrer Single Knacks. Yeah.
ja, ohne das Ganze drumherum ist das jetzt vielleicht doch nicht so spektakulär. Aber naja, man kann also eine ganze Menge an Still Wakes the Deep herummeckern. Jumpscares, ja, Quicktime-Events, superlineare Schlauchlevel, fast nichts davon ist innovativ und man kann begründet der Meinung sein, das habe ich alles schon mal gesehen, das habe ich alles schon mal gemacht, das langweilt mich. Ich hatte alles in allem aber trotzdem eine gute Zeit mit dem Spiel. Und zwar vor allem, nachdem ich mich mal so ein bisschen drauf eingelassen habe. Wenn man Cass Abenteuer nämlich ein bisschen so spielt, wie es gespielt werden will, kommen die Stärken zum Tragen. Die Atmosphäre, das Pacing, das coole Design der Station und auch das, naja, was auch immer das für ein Ding ist, was sich da an die Station geklebt hat. Einzig etwas mehr Tiefe in der einen oder anderen Story-Ebene hätte ich wirklich cool gefunden. Für einen kurzweiligen Horrorabend taugt das Ding... Bisschen zu lang. Er hat gemeint 4 bis 5 Stunden, okay, dann bei uns das Doppelte, ne, aber... Meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Kuro, wie sieht's aus auf der Station? Nee, Christoph, ganz ehrlich. Ach so, sein Bericht. Das wird heute nichts mehr. Ja, zu lang fand ich's nicht, aber ich fand's einfach zu sarkastisch aufgesetzt. Also, da hat er so seine eigene Meinung zu sehr einfließen lassen. Man hat halt deutlich gemerkt, dass es ihm nichts taugt. Und ich glaube, das wird dem Spiel nicht gerecht. Ich kenne es zwar noch nicht, aber er hat auch schon die Vorgänger kritisiert, die ich sehr gut fand. Also muss man, also ich finde, das sollte man schon neutral betrachten, weil die Vorgängerspiele waren gute Spiele, haben viele gemocht. Naja, war jetzt nicht so mein Lieblingsbericht hier. Aber es kann ja nicht alles gut sein, nicht wahr? Ich lasse mir das Spiel nicht madig machen. Das spielen wir im Schocktober. Unter anderem. Gibt's übrigens im Game Pass.